Hallihallo, wie angekündigt, kommen wir jetzt zur Isolationswiderstandsmessung. Immer noch im Thema Prüfung elektrischer Anlagen nach DIN VDE 0100-600. Das ist mein Thema Nummer 5. Ja, in der Reihenfolge gesehen, wichtig, bevor ich Spannung auf die Anlage gebe, habe ich meinen Schutzleiter nachgewiesen, dann den Widerstand zur Erde nachgewiesen, dass der ziemlich klein ist. Und natürlich jetzt ein weiterer Punkt, ganz am Anfang das Besichtigen natürlich nicht vergessen, oder Potenzausgleich hatte ich auch noch nicht genannt, ja, ist natürlich, bevor ich Spannung drauf gebe auf die Anlage, noch zu gucken, ob mein Isolationswiderstand gegeben ist, der sehr hoch sein muss, beziehungsweise, dass ich überhaupt keine Verbindung habe zum Schutzleiter, beziehungsweise keine Verbindung von aktiven Teilen bzw. aktiven Leitern habe zum Schutzleiter. Aber das werde ich euch jetzt alles schön erklären, bzw. ihr werdet das ja noch separat in der Messung sehen. Okay, dazu habe ich wieder mein System, um euch das ziemlich gut erklären zu können, nochmal gezeigt. Ja, mein TNS-System mit meiner Stromquelle, mit meiner geerdeten Stromquelle im Sternpunkt. Ja, dann gehe ich mit meinem PEN-Leiter komplett in die Anlage rein und werde natürlich dann auch eine Verbindung zu meiner Erde, zu meinem Anlagenerde schaffen und habe dann natürlich auch eine Verbindung dann im Hausanschlusskasten, wo dann die NH-Sicherungen drin sind. Des Weiteren kommt hier mein Zähler. In dem Zählerschrank sind oder vor dem Zähler sind natürlich hier selektive Leitungsschutzschalter. Ich habe da die mal wirklich durchgeschaltet, gezeigt, ja, um das mal gleich aktiv euch auch zu zeigen, was man bei dieser Isolationsmessung auch beachten muss. Meine Unterverteilung mit RCD beinhaltet oder LS-Schalter, das kann natürlich auch ein separates Verteilerfeld in der Zähleranlage sein, ein Familienhaus und so weiter und so fort. Ja. Und natürlich dann hinten dran kommen natürlich dann die Verbraucheranschlüsse, Steckdosen, beziehungsweise Gerätedosen, Herd und so weiter und so fort. Gut, um das mal ein bisschen zu vereinfachen, ja, nehme ich auch mal hier komplett die Zähleranlage einfach weg, damit ich so ein bisschen Platz habe, euch das auch zu zeigen. Wichtig ist jetzt bei dieser Isolationsmessung zu beachten, beziehungsweise eigentlich auch in der Schutzleitermessung zu beachten. Das werde ich euch auch praktisch zeigen, dass man natürlich spannungsfrei macht. Wichtig. Das habe ich jetzt hier gemacht, nochmal ganz deutlich gemacht. Ja, Isolationsmessung ganz deutlich spannungsfrei zu messen. Ich messe mit 500 Volt Gleichspannung auf der Anlage und kann ich gleichzeitig meine Netzspannung hier noch aufrechterhalten. Das geht nicht. Ja, das heißt, ich nehme den LS-Schalter raus. Wichtig ist aber nicht LS-Schalter raus, sondern den RCD raus, ja, komplett weg, sodass ich hinter dem RCD spannungsfrei habe, lasse aber komplett meine LS-Schalter drinnen. Warum, zeige ich euch gleich. Ja, hier steht das nochmal, N und PE trennen. Ja, das mache ich komplett alles mit der Abschaltung des RCD. Jetzt habe ich mein Messgerät, was ich dementsprechend einstelle, auf die Isolation, ja, auf den Isolationswiderstand. Was erwartet das Gerät? Natürlich, es schickt 500 Volt da drauf und erwartet einen sehr, sehr hohen Widerstand, der eigentlich für das Messgerät nicht so anzeigbar ist, ja, beziehungsweise messbar ist. Gut, warum 500 Volt? Ich kann da bis zu 1000 Volt einstellen. Warum 500 Volt? Ähnlich der Anlagenspannung, ja, wird eine Spannung in Gleichspannung draufgegeben, der Einfachheit halber, um zu prüfen, ob ich Überschläge irgendwo habe, ob ich eine defekte Isolation habe, ob ich irgendwelche Verbindungen habe, die nicht sein dürfen. Und die Verbindung, die nicht sein dürfen, ist in der Regel zur Erde bzw. zum Schutzleiter hin. Und das weiß ich jetzt einfach nach in diesem TNCS-System. Gut, FI raus, das hergestellt, wichtig, und jetzt kann ich loslegen. Ich gehe als erstes, und das ist ja die Einfachheit
die ich hier habe bei der Isolationsmessung. Ich brauche einfach nur viermal das Messgerät dementsprechend messen lassen und habe komplett meine ganze Anlage, die hinter einem Fehlerstromschutzschalter ist, habe ich durchgemessen. Wirklich, indem ich hier die Leitungsschutzschalter, die Verbindung noch da habe, ja, weil ich die Automatenbrücke habe, zeige ich euch dann natürlich, ja, und gehe hin und gehe jetzt auf L1 und meinen anderen Pin, den ich von dem Messgerät bekomme, gehe ich auf den Einfachschutzleiter. Ja? Und da ist es egal, natürlich an welcher Stelle der Einfachheit habe, natürlich oben an die Klemme bzw. an die Zuleitungsklemme von PE. Gut, ja, da wo ich am besten hinkomme, da wo es dementsprechend am einfachsten ist. Gut, dann lege ich los, drücke auf das Messgerät. Ja, wie gesagt, hier habe ich keine Fremdspannung drauf, sondern nur meine 500 Volt, die in diese Anlage komplett reingehen. Und ich gehe dann zum nächsten Punkt, nämlich auf L2 und messe das gegen die Erde und das Ganze nochmal zu L3, messe das gegen Schutzleiter und messe das dann auch nochmal am Neutralleiter. Und ihr seht, wenn ich das hinterm FI ratzfatz gemacht habe, wie ich das euch jetzt auch zeige, ja, dann bin ich schon fertig. Mein Grenzwert ist hier genannt größer 1 Megaohm. Ja, den habe ich natürlich doppelt und dreifach in der Regel gegeben. Muss natürlich aufpassen, ob ich Geräte angeschlossen habe, fest angeschlossen habe, wie Herde oder wie Lampen, die vielleicht dementsprechend kontaktiert sind durch einen Schalter oder sowas. Ja, das muss ich natürlich beachten, wenn die Lampen vielleicht fehlerhaft sind, wenn die alt sind, wenn die Vorschaltgeräte drin haben, die schon sehr alt sind, ja, und natürlich auch Leitungen angegriffen haben. Da muss ich natürlich das dementsprechend einschätzen können, ja, und darf diesen Wert auf jeden Fall nicht unterschreiten. Ja, das ist natürlich zu beachten. Gut. Okay, das war es schon mit der Isolationsmessung. Jetzt seht ihr das Ganze nochmal in der Praxis und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Das ist unser Messgerät. Wir stellen den Drehknopf auf R-ISO. Dann gucken wir uns das Display an, was es uns anzeigt. Natürlich ist hier die Isolationsmessung dementsprechend auch angezeigt, so wie wir das ausgewählt haben. Jetzt wollen wir doch mal ein bisschen gucken, was wir für Einstellungen machen können. Und hier auf der rechten Seite drücken wir den Knopf, wo wir dementsprechend die Messspannung einstellen können. Wir benutzen hier in unserem System 500 Volt Gleichspannung. Hier in der Tabelle rechts seht ihr dann auch unterschiedliche andere Spannungen, die man natürlich auch für die Isolationsmessung nehmen kann. 50 Volt, 100 Volt, 250 Volt und so weiter und so fort. Sollte man beachten, auch dementsprechend einzustellen, wenn man Überspannungsschutz eingebaut hat, dass man auch eine niedrige Spannung als Isolationsmessung nimmt, aber der Grenzwert bleibt bei 1 Megaohm. Minimum. Gut, wenn man das eingestellt hat, dann häkelt man das ab. Dementsprechend, hier seht ihr auch, wir benutzen hier unsere 500 Volt Gleichspannung. Auch mal in die Limits reingeschaut, ja, da kann man auch dementsprechend das voreinstellen, so dass das Messgerät dann auch eine Meldung rausgibt über eine LED, wenn dieser Grenzwert unterschritten wird. 1 Megaohm ist hier in unserer Anlage der Grenzwert. Und jetzt kann es eigentlich schon fast losgehen, mal auch zu gucken, was unter Help zu finden ist. Ja, das hatte ich vielleicht auch noch nicht gesagt. Immer wenn man auf Help drückt, dann sieht man auch, wie man die Messung dementsprechend auch durchführen kann oder durchzuführen hat. Manchmal unten rechts sieht man auch mehrere Seiten angezeigt. Drückt man nochmal auf Help, dann sieht man in den unterschiedlichen Systemen, was man durchmessen muss, durchmessen kann. Ja, gut, und hier seht ihr auch ein paar Toleranzen, aber lasst uns doch einfach anfangen mit Messen. Dazu in unserer Anlage. Ich hatte schon eingangs gesagt in meiner Präsentation, Fehlerstromschutzschalter aus in der Anlage. Man kann auch komplett
die Spannung auch am selektiven Leitungsschutzschalter natürlich rausnehmen. Zusätzlich ist wichtig, auch der Fehlerstromschutzschalter auszuschalten, um N- und PE-Leiter zu trennen voneinander. Die Automaten werden eingeschaltet, damit man gleichzeitig in die Anlage überall reinmessen kann. Nämlich 4 Messungen brauche ich nur insgesamt machen. Nämlich alle aktiven Leiter in meinem TNS-System gegen PE. Hier habe ich als erstes den PE, dann gehe ich auf L1 und aktiviere die Messung. Ich drücke mit der vorderen Taste oder mit der Starttaste, drücke ich und schaue mir das Messergebnis an. Er misst, indem ich die Starttaste drücke, mit 500 Volt durch, zeigt mir dann den Grenzwert. Der maximale Grenzwert, den ihr hier seht, sind 500 Megaohm und das Größerheitszeichen, er kann es mir einfach nicht anzeigen. So groß ist die Isolation. Ja, das ist auch gut so. Diesen Wert trage ich natürlich auch nachher in das Prüfprotokoll ein, dazu aber komme ich später. Jetzt gehe ich auf L2, bleibe auf dem PE natürlich drauf, bestätige die Messung, er misst durch, ihr habt gesehen. Er wechselt dann auf 10 Volt, kleiner 10 Volt, das heißt, vorne an den Messspitzen liegt keine Messspannung von 500 Volt mehr an. Sollte ich vielleicht auch wissen, wenn ich nämlich die Messspitzen anfasse, dann kribbelt das ein bisschen. Aber nicht schlimm. Gut, und dann gehe ich natürlich auf L3 gegenüber PE und ihr seht wieder, auch wieder ein sehr gutes Messergebnis, größer 500 Megaohm. Und hier die Messung mit annähernd über 500 Volt Gleichspannung. Zum Schluss noch den Neutralleiter gegenüber dem PE gemessen und auch wieder das Messergebnis kontrolliert und später dann auch eingetragen. 546 Volt steht hier, dass er die Isolationsmessung damit macht. Abspeichern kann ich das natürlich auch, um automatisch dann ein Protokoll generieren zu lassen. Ja, ihr habt da auch nochmal die Messung gezeigt. Wenn ich einen Fehler auf der Anlage habe, ja zum Beispiel, ich habe eine Verbindung oder einen sehr kleinen Isolationswiderstand, zum Beispiel zwischen Neutralleiter und Schutzleiter, ja, da muss ich natürlich gucken, wo der Fehler, in welchem Stromkreis der Fehler sich befindet. Dazu gehe ich dann hin an die Neutralleiterklemme und werde dementsprechend nacheinander den Neutralleiter dann abklemmen. So wie ihr das jetzt gleich sehen werdet. Ich entlaste an der Neutralleiterklemme dementsprechend die Feder, hol ein Draht, ein Neutralleiterdraht raus von einem Stromkreis, messe als erstes gegen den gesamten Block. Wenn dort der Isolationswiderstand vollkommen in Ordnung ist, dann bin ich beruhigt. Und wenn hier der Fehler zum Beispiel wäre an diesem einen Draht gegenüber dem Schutzleiter, dann habe ich den Stromkreis gefunden, wo der Fehler ist und gehe dann in den Stromkreis rein, weiter rein und kontrolliere den Fehler. Ansonsten gehe ich weiter und klemme weitere oder einen weiteren Neutralleiter von der Klemme ab, kontrolliere hier wieder die Isolation gegenüber den Schutzleiter und wenn das wieder in Ordnung ist, dann gehe ich immer so weiter fort, bis ich den Fehler gefunden habe, bis die Neutralleiterklemme sauber ist gegenüber den PE und nur noch der Draht vorhanden ist, der den Fehler produziert. Genauso mache ich das mit Außenleiter, die vielleicht einen Fehler gegenüber den Schutzleiter haben. Ich bin in der Anlage, nämlich in der Unterverteilung und kontrolliere dort die Abgänge zu den einzelnen Stromkreisen gegenüber den PE. Dazu mache ich alle anderen Automaten aus und gehe der Reihenfolge nach bzw. Schritt für Schritt nacheinander hin und mache eine Isolationsmessung und finde dann den Stromkreis raus, der den Fehler produziert und muss dann natürlich dann in den Stromkreis rein und den Fehler dann beheben. Gut, jetzt zum Prüfprotokoll.
Im Prüfprotokoll finden wir dann die Messspalte. Hier seht ihr R-ISO in Megaohm angegeben. Einmal Verbraucherangabe mit und einmal Verbraucherangabe ohne. Muss ich mir natürlich auswählen, wo ich dementsprechend hier meine Messwerte eintrage. Ohne Verbraucher in der CE-Steckdose hatte ich nichts eingesteckt. Ja, aber dafür hatte ich hier die Licht- bzw. Steckdosenstromkreise, hatte ich dementsprechend ein Leuchtmittel drin, bzw. auch die Steuerungsautomaten bzw. der Treppenlicht-Zeitschaltautomat und das Anzug- und Rückfallverzögerte Relais. Das sind ja letztendlich auch Verbraucher und ich weiß auch nicht die Schalterstellung der einzelnen Lampenschaltungen. Deswegen trage ich das hier mit Verbraucher ein. Ja, sollte ich aber auch beachten, wenn ich hier andere Werte stehen habe, die kleiner als diese 500 Megaohm sind, dann weiß ich natürlich auch, woher das kommt, weil ich einen Verbraucher in den Stromkreisen mit angeschlossen habe. Gut, ja, natürlich muss ich hier vorher auch vorbereiten, diese Tabelle, diese Messtabelle. Ja, das sollte ich natürlich auch dran denken, ja, damit ich dann auch hier die Zuordnung machen kann. Aber das in einem separaten Thema sage ich euch noch, was ihr hier eintragen müsst. Gut, damit bin ich raus und ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Erfolg, euch das hier anzuschauen bzw. zu merken, wie das funktioniert, und wir sehen uns dann im nächsten Thema.